So, hallo Leute. Wir haben gerade Sachen mal abdeponiert in unserem Haus. Da hinten hüpfen sie noch rum. Genau. Wie gesagt, in unserem Haus. Der ist wohl nicht so ganz tot. Ich wink dir auch. Spooky. Da ist es noch drin. Wie ihr seht, wir waren bei 134. Ja, geht ja jetzt. Die sind so cool, die Drachen. Also, Naslarum, also Naslarum oder Naslarum, wie auch immer. Und Voslarum. So heißt die Gruppe. Voslarum. Voslarum, ja. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin hier mit Umgucken noch nicht fertig. Hier kamen die her. Da kamen sie raus. Kannst du mal reinspringen. Bist tot. Doofe Idee, oder? Ja. Aber krass, was haben die unter Mais gemacht? Du, keine Ahnung. Sind Eisdrachen gewesen. Ich hätte so gerne mehr Story zu denen gehabt. Er hat gesagt, so einfach. Kannst so du eine Geschichte erfinden? Ist ja doof. Ich will ja eine lesen. Einfach, wenn irgendwo vielleicht noch ein Brief gewesen wäre, der über das Leben der beiden Drachen erzählt. Irgendwie sowas. Ich meine, das macht halt die ganze Sache persönlicher, wenn zum Beispiel Durnevir. Dünn vor? Ein Schwert. Was ist das? Da hängt auf seinen Rippen raus, Mann. Lol. Lol. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Wo geht's eigentlich hin? Wo ist der Pfeil? Andere Richtung. Hier ist der andere Schrein. Ich mag das einfach, mich in so einem tollen... Also, ich meine, das Gebiet... Die Leute haben sich ja auch Mühe hier mitgegeben, ne? Ich finde das schon sinnig, wenn man sich da auch mal umguckt. Guck mal, ein Schatten. Spooky. Lol. Ah, ich verstehe. Guck mal, wenn wir von dem anderen Schrein hier die Richtung gegangen wären, dann wären wir hier hochgekommen. Mhm. Und sie hätte da an der Stelle gesagt, kommt euch das Eis nicht hier etwas dünn vor. Und dann wären die Drachen, weißt du? Weil ja. Das hätte sie ja dann hier gesagt. Vor allem hätte sie hier noch zwei Feuerdingsresistenztränke gehabt. Ja. Nun gut. Wäre das nicht cool, wenn du ein Drachenei findest und dieses Drachenei irgendwie aufziehen könntest, deinen eigenen noch kleinen Drachen züchten? Oh, das wäre total toll. Doofe Idee, doofe Idee, doofe Idee. Tod, doch nicht. Drecksvieh. Sie hat's umgebracht. Naja, egal. Jetzt aber. Da Blut von mir. Boah, ich hätte hier irgendwie nie angefangen drin zu surfen, bin ich ganz ehrlich. Das hätte mir, das wäre mir zu langwierig immer. Da kann ich, ist nicht so mein Ding. Ja, genau. Aber dann bei Monster Hunter, ey, die ganzen Hühner jagen und der ganze Kack. Ja. Das ist nicht mein Ding, zum Beispiel. Was für Hühner jagen? Ach, diese Stummelviecher. Weiß ich nicht. Ich beobachte das ja immer nur. Lass gucken. Tada! Oh, ich will da aber wirklich mal reinspringen. Auch wenn das eine doofe Idee ist. Ich will das jetzt machen.
Kannst dir endlos Tauchenmaske anziehen. Guter Plan. La 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 la. Und hier unten haben die gelebt. Haben Karten gespielt. Genau. Karten unter Wasser. Ja, was die unter Wasser machen, hat er auch keinen jeglichen Sinn von Logik verloren. Ich würde das so feiern, wenn hier jetzt noch irgendwas, so ein Easter Egg oder weiß der Teufel nicht was wäre. Ich glaube, hier wird nichts mehr sein, ne? Nee. Eigentlich hättest du dich hier vor denen verstecken können, ne? Theoretisch schon. So Tomb Raider-like. Also alle verstehen das jetzt, die unser Tomb Raider Let's Play gesehen haben. Das letzte. So, dann geht's jetzt mal weiter. Im Text. Ich glaube, ich schraub dich mal lauter, weil du echt immer sehr leise redest. Okay, ja, dann mach mal. Ja, aber das ist meine normale Lautstärke, Mäuschen. So, hallo, hört er mich jetzt besser? Auf jeden Fall schlägt es mehr aus. Okay. Klar ist das deine normale Lautstärke. Ich meine, ich gebe mir schon Mühe, laut zu reden. So. Juhu. Hä? Welcher ist es denn? Da. Noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich zu Fuß hin. Nur wohin? Keine Ahnung. Du folgst einfach dem Weg. Also im Pfeil so gesehen. Guckst aber auch in eine ganz andere Richtung dafür, ne? Das ist ja komisch, ja, aber guck mal. Das ist doch die Pfeilrichtung, oder nicht? Ja. Vielleicht muss ich da runter, aber das ist ja eigentlich Quatsch. Sorry Leute, wieder zurück. Beschleunigen wir das mal so ein bisschen. Hier geht's ja nicht hoch, ne? Nein. Das ist irgendwo hinter den Bergen. Also müssen wir doch hier lang. Wenn du weißt, wie du um die Berge rumkommst. Ja, ich wüsste sonst keine Lösung. Weil die ganzen Portale helfen uns nichts. Das sind hier nur die ganzen anderen Schreine. Mehr ist es ja nicht. So, sind wir wieder hier. Keine Ahnung, vielleicht kannst du dich trotzdem mit einem Portal auf die andere Seite des Berges teleportieren. Und da geht's auch nicht durch. Nee. Burg, na fest! Hä? Okay. Hast du hier noch nicht aus dem Kelch getrunken? Doch. Möge Auriels Wärme. Wirklich? Warum sind denn dran teuren keine Portale? Das kapiere ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Tja. Burg, na Kest. Gute Frage, nächste Frage.
hier vielleicht? Der Questfall wird ein bisschen stärker, also ein bisschen größer. Ja, wenn ist es aber halt hinter den Bergen, das ist das Problem. Ich habe eine Idee, wo es sein könnte. Guck, hier war der Riese. Aber sicher bin ich mir nicht. Naja, bleibt nichts als es auszuprobieren, ne? Vermutlich ist das voll der einfache Weg und du denkst dir so, ja, ja. So. Aber wie gut, dass wir so kacke viel Ausdauer haben. So. Weil hier hinten ist ja immer noch dieses Palmerlager. Da. Ja. Die Richtung, von der ich gesprochen habe. Ja, was machst du denn? Sieht doch gut aus. Über die Brücke da oben. Nee. Tja, das könnte aber der Weg sein, einfach dem Flusslauf folgen. Ich meine, dieses Lager wird ja mit irgendeinem Grund hier sein, oder? Weiß ich nicht. Ist hier keiner? Nö. Wurde irgendwann mal verlassen. Das könnte der Weg sein, oder? Nope. Das ist da hinten lang, am Fluss entlang, sag ich doch, aber du kannst ja trotzdem gucken, was hier ist. So, hier ist jemand. In your ass. Der steckt wirklich in seinem Arsch. Ich bin halt talentiert. Doch, hier. Siehst du? Das war ein Schattenmeister, was? Irgendwas verpasst? Naja, so ein Pfeil im Arsch tut weh. Okay, hast recht, dann geh mal über diese komische Brücke. Das wird wahrscheinlich wirklich der Weg sein. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt dazu führt. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. Roll, 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 roll. Bam! Daneben. Willst du mich veräppeln? Daneben. Sag mal. Okay, jetzt zieh ich halt wieder aufs Arschloch. Lol. Mein Arsch brennt. Wo ist denn der andere? Da hinten oben. Ja, scheiß drauf, du wirst ihn schon finden, wenn du den Weg folgst. Ja, aber mich würde interessieren, was hier noch Interessantes wäre. Guck mal bitte, wohin der... Lol. Ich lauf schon mal vor. Ich will dem Flusslauf auf jeden Fall auch noch folgen. Boah, sag mal, bist du eigentlich dumm, Mädchen? Speichern. Kommst der Sache aber schon näher.
Und du folgst ja gerade dem Fluss. Ja, aber oberhalb. Ich gehe wahrscheinlich trotzdem noch unterhalb. Oh. Die nehmen wir natürlich mit. Okay. Oh, vielleicht müssen wir wieder so einen armen Muschelkäfer töten. Mir tut schon so langsam mein Hintern weh. Vom Sitzen. Dann setz dich gerade hin. Oh, Hardcore Gaming. Nee, nicht wirklich, aber egal. Was? Yamir! Tot. Oh, meine Fresse, deswegen. Ich habe immer gespannt, was es hier Tolles gibt. Müssen wir immer tiefer, tiefer und tiefer. Ist nix. Hä, ist da was? Oh, ich dachte, der rennt weiter. Voll in Penis. Sorry. Ist ruhig. Naja, ruhig würde ich jetzt nicht gerade sagen. Sehr schön. Für einen Scheiß mit sich rumschleppen. Und es ist einfach mal wieder super dunkel und neblig. Das wird so langsam zum Alltag, so durch dunkle Höhlen zu rennen. Ja, was oder hier? Zu so einem schlechten Hobby. Ja, ein leeres Haus. Eine Falle vielleicht. You never know. Lol. Was willst du machen? Diese Pilze kitzeln? Nee. Aha, wir kommen auf der anderen Seite wieder raus. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Wäre das dabei jetzt sinnfrei? Jetzt kommst du wahrscheinlich genau wieder bei dem Eisdrachen raus, dann lache ich dich aus. Wehe. Aber ich frage mich wirklich, ob es hier auch einen Muschelkäferhelm gegeben hätte in der Höhle. Nö, sah ja nicht danach aus. Ah, jetzt bin ich hier unten, guck mal. Okay, dann kannst du jetzt deinem Fluss
Lauf folgen, da hinten lang. Und jetzt würde ich schon fast vermuten, sieht richtig gut aus. Lol. Kein Kommentar. Sorry übrigens wieder, dass ich so mega still bin. So. Irgendwo haben wir hier aber ja immer noch. So, und das sind auch die, die wir von oben gesehen hatten. Aber wir müssen ja trotzdem wieder hoch. Geht ja eh nichts dran vorbei. Von daher laufen wir jetzt einfach mal den Weg zurück und gehen von hier aus hoch. Und killen dann noch so ein paar Viecher. Super. Boah. Sie hat vorhin so einen auferstehen gelassen. Butts in your face. Kann ich das auch eigentlich? Ja, ne? Was denn? Ja, aber hier steht nur 60 Sekunden lang, ist ja auch scheiße. Alles leer. Da außen ist Kimmich links raus, oder? Ja. So, da drüben. Kommst der Sache langsam näher? Muss ja rechts von dir sein, irgendwo. Nö, nö, wir gehen jetzt wieder hoch und zur Brücke. Wir sind ja da rausgekommen, wo wir... Ja, natürlich. Okay, alles klar. So. Was machst du da? Ach, ups, da war die Brücke. Da schwebt ein Schild. Schwebende Schilder sind immer gut. So, und hier war nämlich die Höhle, wo wir reingegangen sind. Und irgendwo sind hier Gegner, die ich gerade nicht orten kann. Wo auch immer. Auf jeden Fall, hier machen wir mal wieder ein paar, einen Cut. Ah, da vorne ist einer der Gegner. Warte, vielleicht kriege ich den. Das wäre jetzt sehr witzig. Bam. Lol. Dein weitester Schuss bisher. Ja, ne? Bin ich fast ein bisschen stolz drauf. Wie auch immer. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten. Nicht letzten, keine Sorge. Ciao. Ciao.